Ich hab euch doch schon gesehen da hinten. Hallo, Leute, ich glaube, ihr werdet beschossen. Konnichiwa, ihr Ninjas da draußen, und willkommen zurück zu einer neuen Folge The Division. So, vorweg, ich hatte hier eine Quest im Safehouse, die hatte ich schon abgegeben während der Aufnahme. Bis ich festgestellt habe, dass sich The Division nicht mehr mit OBS Studio aufnehmen lässt, weil mir dadurch der komplette Rechner absäbelt. So, also gibt's diese Quest wieder nicht. Also in der Aufnahme. Wir sollen jetzt nach Clinton laufen. Und schauen wir mal. Clinton liegt da hinten, da laufen wir jetzt mal hin. Ja, wenigstens war die Aufnahme nicht gerade jetzt so extrem lang, dass sich das, also dass es ärgerlich gewesen wäre. Alter! Ich mache hier Shopping, nicht ihr. Wollten bestimmt die neuesten Sneakers hier abgreifen. Gut. Gibt es irgendwo noch hilfebedürftige Zivilisten? Sieht nicht so aus. Die werden wohl hinten auf der Rückseite des Hauses hängen. So, hier sind wir jetzt schon in Clinton. Sind aber noch 200 Meter bis zu dem Safe House. Feindbasis angreifen. Nein! Was kommt da vorne angedödelt? Ah, Rikers. Potenzielle Feindbasis identifiziert. Nix da. Komm, geh mir aus dem Weg. Ich will die Feindbasis jetzt nicht angreifen, ich will da hinten hin. Ah, die prügeln sich da schon wieder. Meine Fresse, was ist denn hier los? So, 22 Meter noch. Das müsste hier vorne sein. Okay, da oben hoch. Gott, oh Gott, wo haben die denn das Safehouse reingepflanzt? Laut Aufzeichnungen ist dieser Bereich sicher. Jo. So. Auffüllen als erstes. Dann suchen wir mal den Spind, wo wir uns hier einrichten können. Da ist er. Genau. So. Wollen wir mal hier ein paar Aufträge abgreifen. Sie wurden also geschickt, um zu helfen. Sie erinnern mich ein wenig an Sullys Jungen, der immer bei Deckards rumgehangen hat, bis der Laden zugemacht hat. Jetzt ist eine Sportsbar drin. Geld von der Familie unterstützt, wissen Sie? Wie auch immer. Jetzt sind Sie hier und Gott weiß, es gibt viel zu tun. Wie damals, als Sergeant McManus das Kommando übernahm. Erinnern Sie mich daran, dass ich Ihnen das mal erzähle? Interessiert mich ehrlich gesagt gar nicht. So, hier nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Komm, mach mal Platz da. Gut, Kartenaktualisierung vollständig. Dann wollen wir mal gucken. Was machen wir dann als erstes? Also hier haben wir wieder ein, für die Kampagne einen Blick. Also für die Story, einen Auftrag.
Wir machen erstmal jetzt hier den Nachschub. Der ist dicht dran, ne? Wird schon passen. Warnung. Sie verlassen jetzt den sicheren Bereich. So, hier runter. Schön über den Zaun rüber. Aber mal gucken, was da so abgeht. Kommt das näher? Hört sich so an, Tante. Jo. Alarm. Empfange JTF-Funksprüche. Beschuss durch leichte Waffen. Unter Beschuss. Plünderer haben uns im Visier. JTF, hört ihr uns? Bitte komm. Signalfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Ihr habt mir gar nichts zu sagen. Das sind die Sträflinge. Ich will dir auch nichts sagen. Ich will dich umhauen, Alter. Dazu müsste ich ihn aber auch erstmal richtig treffen. So. Kollege. Erwischt. Ohne sie wären wir jetzt tot. Die greifen in Zukunft nicht mehr so schnell eine JTF-Patrouille an. Ja. Und von wo kommen die jetzt? Feindkräfte nähern sich. Da kommen noch mehr! Keiner geht mehr in euren Bullen an. Gewalt, ich denke nicht. Wir kämpfen hier gegen Diebe und Mörder. Oh, da oben sind... Ja, der Scharfschütze ist weg, gut. Ja, da treffe ich den natürlich nicht. Na super, ey. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Da kommen noch mehr! Außer Kontrolle. Super Schuss. Feindkräfte nähern sich. Noch mehr? Ehrlich jetzt? Komm noch mehr! Die Rikers haben uns im Visier. So, der Sniper ist auch weg. Du mit deiner Schrotflinte kannst gleich mal da hinten bleiben. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Geht doch. Gut, dass sie hier waren, als der Scheiß losging. Müsste eigentlich bald mal einen Blick wieder... Hoppla. Ein Blick zur eigentlichen Basis von uns werfen. Vielleicht kann ich da mal wieder Ausbauten vornehmen. Aber ich denke mal, das werde ich wohl in der nächsten Folge machen. Das bleibt so. So, ja. Hier oben noch Rucksäcke, aber die werde ich noch verkaufen. Gut. Nächste Mission. Machen wir mal einen Nebeneinsatz. Nachschublieferung Clinton. Wissen Sie, 94 sollten wir Geld von der Stadt kriegen, um die Straßen zu reparieren. Das Geld ist verschwunden. Und zwei Wochen später ist dem Bürgermeister in einem unserer Schlaglöcher die Achse gebrochen. Oh, übrigens, eine Vorratslieferung ist auch verschwunden. Aber das Gute ist, die Jungs von O'Hurley Heath haben sie gefunden. Sie hatten bloß kein Glück dabei, sie zu bergen. Sie sind etwas Besonderes. Oh, der hat sogar was Blaues gedroppt. Eine blaue Pistole. Nice. Da kann ich jetzt erstmal die ganzen Mods entfernen. Und dann kann ich da die ganzen Mods reinbauen. Hm. Da ist ja nur einer. So. Telefon. Ja, das Telefon nehmen wir mal mit. Hey Mann, ob du wohl schnell mal kommen könntest? Ich hab zu tun. Was brauchst du? Ja, also dieser Typ war in meinem Schlafzimmer und hat mein Zeug gespielt. Hab ihm eine verpasst und jetzt sitzt er gefesselt in der Badewanne. Scheiße. Im Ernst? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Er kennt mein Gesicht. Er weiß, wo ich wohne. Gut, ich bin gleich da. Ich bin nicht den Wichser. Wir werden alle sterben.
Oh oh. Gefällt mir nicht. Was ist denn hier los? Bandenkrieg oder was? Ja, irgendwo sitzen da noch eine ganze Menge. Ich laufe mal außen rum. Irgendwo ist immer noch einer. Aber wo? Ringe, Ringe, Reihe. So. Was haben wir hier? Handschuhe. Sind die besser? Sind die schlechter? Da habe ich ja wieder so wenig Lebenspunkte. Boah. Ja, nö. Gut. Die Nachschubabwurfzone erreichen. Ja? Habe ich. Warnung, eintreffende Gegner. Jetzt muss ich da hinten hin. Du solltest da abhauen, Zivilist. Da hinten sind sie. Ist der gerade despawned, der Zivilist, oder was? Warnung, eintreffende Gegner. Ja, ja, erstmal hier den Scheiß einsammeln. Wieso habe ich da nur noch 88 Schuss? So viel habe ich doch gar nicht verbratzt. Mann. Warnung, Ware wird beschossen. Sparen wir. Hier habe ich noch 600 Schuss. Warnung, eintreffende Gegner. Echt? Schon wieder? Was haben wir hier? Moderne Cargojacke. Okay. Warnung, Ware wird beschossen. Munition ist aber schnell alle bei der. Komm raus da. Na, was sagt man denn dazu? Das war sehr gute Arbeit, wirklich. Dank Ihnen wird es vielen kranken und hungrigen Menschen jetzt besser gehen. Ah, da liegt noch ein Telefon. Gut. Du weißt, was läuft? Ich fürchte ja. Meinst du, es ist soweit? Könnte sein. Lieber Gott. Ich hatte gehofft, wir würden es nie erleben. Wie sieht es bei dir mit Vorräten aus? Reichen für 3 Monate. Der Wasserfilter ist praktisch neu. Ja, wir sind auch gerüstet. Man kann nie vorsichtig genug sein. Okay. Gut, machen wir gleich den da hinten. Nachschubbeschaffung. Das werden wir, glaube ich, diese Folge noch schaffen. Wie viel Munition habe ich jetzt wieder bei der? Ja, so. Hallo? Wollte ich nicht. Ich wollte auch wieder auf 2 wechseln. Und dann in der nächsten Folge mal in die Heimatbasis. Da mal gucken, wegen Ausbauten. Und ich habe gerade eine Blaupause für die Vector gekriegt. Die werde ich mir dann natürlich dann auch mal antun. Einsatzbericht, Einsatzbericht. Ach da.
Anton war ein guter Mann. Ich kannte ihn, seit er vor 6 Jahren zum Team stieß. Er war ein fleißiger Arbeiter, ein liebevoller Ehemann und ein stolzer Vater. Seine Töchter haben in ihm dasselbe gesehen wie viele von uns. Einen Helden. Trotz seiner persönlichen Verluste ist Anton stark und ein Teil von etwas Größerem geblieben. Er war sich seiner Verantwortung bewusst, immer zu tun, was er konnte. Und dafür danken wir ihm und gedenken seiner als Beispiel für uns alle. Amen. Okay. So. Hätte es nicht Florida sein können? Helfen Sie mir bei der Suche nach den Vorräten? Muss ich ja wohl, oder? Da vorne liegt ein Ding, ja. Ich könnte mir dafür wetten, dass hier gleich wieder welche angelatscht kommen. Jo, genau da hinten. Ich hab euch doch schon gesehen da hinten. Hallo, Leute, ich glaube, ihr werdet beschossen. Wir haben keine Strategie, die schlafen. Wo muss der Scheiß denn jetzt hin hier? Ach da. So. Wollen wir uns erstmal um die Gegner kümmern. Au. Geh mir nicht auf den Sack, ey. So. Gut. Kann ich mich jetzt also jetzt erstmal um die anderen Sachen hier kümmern. Oh, jetzt kommen sie von der anderen Seite. Kommt noch einer. Ja, die neue Pistole macht eigentlich ganz gut Schaden. Gut. So, dahin mit dem Kram. Dann brauchen wir nur noch eins. Jetzt kommen schon wieder welche, ey. Oh Mann. Ist der mir auch noch voll in die Schussbahn reingelaufen, ey. Ist das ein Dulli. Na dann komm doch da raus aus deinem scheiß Versteck, ey. So, jetzt aber. Mal ein bisschen Munition hier einsammeln. Wo haben wir jetzt das Gerät? Auf der anderen Seite natürlich. So. Ey, so schwer kann der Koffer doch gar nicht sein, dass er so langsam geht. Komm. Ja, zumindest kommen keine Gegner mehr. Das ist doch schon mal viel wert. So. Vorräte zur Abholung markiert. JTF informiert. Sehr schön. Gut. So, dann machen wir jetzt eben noch schnell eine Blitzreise zur eigentlichen Hauptbasis. Zur Operationsbasis. Da sind wir auch schon wieder am Folgenende. Und
tun in der nächsten Folge. Werden wir mal gucken, was wir ausbauen können. Und okay, ich wollte es eigentlich nicht machen, aber ich denke mal, ich werde mir wohl die Vektor basteln. Die blaue. Nur mal zu gucken, wie die so ist. So, rein in die gute Stube. Können wir hier was ausbauen? Wieso Spielersuche? Was willst denn du jetzt von mir? Nein, ich möchte nach keiner Gruppe suchen. Was soll denn das? So, da können wir Ausbauten machen, da können wir Ausbauten... Ja, wir können überall in jedem Bereich Ausbauten machen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. So, damit sind wir am Folgenende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Bis denn. Ciao.